Also hier haben wir nochmal den Tafsir von Sayyid Qutb auf Arabisch Original. Hier gibt es halt nur, keine Ahnung, diese paar Bänder. Das Original für den Koran ist übrigens 30 Bänder. Also für jedes Juz hat er ein Band gemacht. Dann haben wir einen Tafsir von Ibn Taymiyyah, Rahmetullahi alayh. Hat er einen Tafsir geschrieben? Nee, Nee, hat er auch keinen nicht. Tafsir geschrieben. Man hat aber dann so gemacht, als ob Ibn Taymiyyah, man hat alle Verse genommen, die Ibn Taymiyyah Tafsir gemacht hat, und hat das dann als ein Tafsir, also das ist auch eine Doktorarbeit eigentlich, das Das ist ist doch auch richtig Arbeit, schwer, das also stimmt. richtig schwer. Und ich habe nachgeblättert, die haben sogar einige Verse vergessen zu interpretieren. Also nicht vergessen, sogar er hat einige Verse interpretiert, aber die haben die Interpretation nicht von Nicht dort mit zum Beispiel reingenommen. reingenommen. Also so heftig ist das. Also das, aber haben wir auch, Alhamdulillah. Dann ist es hier der Bereich über die Tora. Die Tora habe ich hier übrigens auch im Original Hebräischen. Das ist wie im Koran hier. Also hier gibt es das Arab, das Originale im Hebräischen, und hier gibt es dann die wortwörtliche Übersetzung, und dann gibt es auch die Interpretation dazu. Und das finde ich auch für die Tora sehr, sehr wichtig, dass man als Muslim das Originalschrift. hat. Hier gibt es die Apokryphen, ja, alles drum und dran. Übrigens hier habe ich auch, das habe ich übrigens aus Eisenach geholt. Ihr wisst ja, Martin Luther hat ja das Evangelium, den Protestanten hat er ja gegründet, und hat dann 95 Punkte aufgeschrieben. Das heißt, dass das macht dieses die protestantische Konfession aus, boah, sind das jetzt krasse Wörter, die aufeinander kommen, die er dann zusammengefasst hat. Das war so quasi ein Protest gegen die römisch-katholische Kirche gewesen, und diesen Protest hat er in 95 Punkten aufgeschrieben, hier in Eisenach, weil Eisenach ist von uns nur 30 Kilometer, 20 Kilometer entfernt. Und hier unten, jetzt ohne weiteres drauf reinzugehen, du lass das oben, haben wir zum Beispiel die Talmud, die babylonische Talmud. Das habe ich hier in 12 Bändern. Das ist halt quasi die Interpretation der Tora, die aufgeteilt ist oder eingeteilt ist, ja, quasi in Mishnah und in Gamorra. Mishnah, übrigens habe ich neu erfahren, Mishnah kommt von Tesnir, das Doppelte. Das ist auch ein Grund, warum Jalaleddin Rumi sein Buch auch Mesnevi genannt hat. Okay, Das kommt von Mishnah. Katastrophe. Also, Mischner, das haben die selbst Snee. gesagt. Doppelte. Also, Öyle bir şey var. Ich habe das nicht von irgendwelchen Kontrahenten des Mevlana, sondern von uns eigenen Leuten. Die haben gesagt, das Mishnah ist von Dings, und da kommt dieses Mesnevi. Gut, das will ich natürlich auch nicht weiter interpretieren. Das ist halt das zum Thema des Judentums, die Talmud. Für den deutschsprachigen Raum empfehle ich auf jeden Fall, unabhängig jetzt von den Apokryphen, Jesus oder Paulus, der Ursprung des Christentums im Konflikt. Wir als Muslime sagen, die Christen heute, egal was für eine Gruppe das ist, sie folgen, auch wenn sie auf das Urchristentum zurückgehen. Achtung, auch wenn sie auf das Urchristentum zurückgehen, damit meinen wir das Urchristentum vor Kaiser Konstantin aus dem Konzil von Nizea im 4. Jahrhundert. Also ihr wisst, das Konzil von Nizea stand 333, Anfang des 4. Jahrhunderts war das ein Konzil gewesen, was in Nizea, also im heutigen Iznik, stattgefunden hat. Und da hat man quasi die vier Evangelien, ne, kanonisch vorgeschrieben, dann die Trinität etc. Und wenn man von einem Urchristentum redet, redet man von einer Zeit, die von 0 bis 300 zu rechnen ist. Und wir sagen, die Leute, wenn sie heute sogar auf das Urchristentum zurückgehen sollten, werden sie letztendlich auf Paulus zurückgehen müssen. Und das ist sogar eine Religion, die nichts mit, das ist natürlich jetzt nicht Jesus, aber als Bild mal so, als das ist ein Kontrahent von Isa a.s. gewesen. Und dieses Buch geht sehr, sehr interessanterweise darauf ein. Dieses Buch übrigens werde ich, also habe ich jetzt auch auf Türkisch, davon werde ich mir noch einige holen, auch aus anderen Büchern. Das ist das Buch der Avesta von den Zerdüştler, von dem man sagt im Arabischen oder im Türkischen Mecusiyun. Das sind die Leute, man sagt einfach auf der Volkssprache, die Feueranbeter aus Iran. Aber die Zerdüştler, die beten kein Feuer an. Das ist immer so eine falsche Sache. Man denkt, die beten Feuer an. Die beten nicht Feuer an, die haben Respekt vor Feuer. Die beten auch einen Gott an. Eigentlich gibt es bei den Zerdüştler einen Dualismus. Also bei uns ist es der Monotheismus. Bei ihnen ist es ein Dualismus. Die glauben eigentlich an zwei Götter, an einen guten und einen bösen Gott, verehren aber letztendlich den guten Gott. Und die haben auch ein heiliges Buch, und das nennt sich die Avesta. Die haben auch noch ein anderes Buch. Ist auf Deutsch oder Türkisch Das ist auf geschrieben? Türkisch geschrieben. Den gibt es Türkisch, aber ja, okay. letztendlich auch auf Deutsch, denke ich. Aber ich habe es auf Türkisch, weil ich Türkisch wirklich besser verstehe. Also zumindest im religiösen Bereich verstehe ich Türkisch besser. In den anderen natürlich Deutsch. Das werden wir auch, inshallah, mit der Ginza zusammen versuchen, in den kommenden Koranprojekten mehr zu erläutern und zu gucken, war das vielleicht im Ursprung auch nicht eine wahre Religion gewesen, Die geändert wurde, die sagen. geändert worden ist, was natürlich
meine persönliche Meinung ist. Was, was bei vielen Religionen auch sein kann. Eine Frage, deutsche Bücher sind teuer, kann das sein? Sehr. Vielleicht noch. Zu. Weil diese Bücher, die du jetzt, die Tora und Talmud, also... Unbezahlbar. Ich hatte das mal gegoogelt, weil ich mich auch interessiert habe, die waren sehr teuer, ne? Die sind sehr teuer. Zu teuer. Ich habe doch vorhin bei dem, wo wir angefangen haben mit dem Video, diese kurze Ecke gezeigt, mit dem Judentum, mit dem Zionismus, ja, Faschismus und Hitler, genau. Und so, ne? Das waren gar nicht viele Bücher, das war nur ein Dings. Das hat mich fast 400, 500 Euro gekostet, diese Ecke. Ja, deutsche Aber Bücher im türkischen zum Beispiel, wenn du oben ein Regal kaufst, das kostet dich vielleicht 50, 60 Euro. Ja, kann man nicht vergessen. Also die Preise in Deutschland sind enorm. Ich denke, das ist halt alles miteinander verbunden, das ist halt wegen der Bürokratie. Ja, ja. Und so, also wenn ich eine Firma hätte, ich würde niemals in Deutschland eine Firma gründen. Sofort weg, irgendwo in Bulgarien, Rumänien oder umso weiter, umso besser. Weil die Bürokratie ist das, was hier vieles kaputt machen lässt.